Ich stelle fest, Sie haben ja schon bemerkenswerte Fortschritte in der Aachener Muttersprache gemacht. Sie können ja schon perfekt Ocha Alaf sprechen. Sie haben es offenbar die Beduinen in der Negev-Wüste inzwischen auch gelehrt, wie man das zu sagen hat. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Rede mit einem Dreimalkräftchen. Ocha! 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 Und werde ich Sie bitte doch Platz zu nehmen, bitte ich Herrn Hans-Dieter Genscher zum Thron. Lieber Herr Genscher, ich darf in Ihnen den ersten Sachsen in der Ritterrunde wieder den tierischen Ernst begrüßen. Den Sachsen sagt man im Allgemeinen nach, dass sie sehr reiselustig sind, dass sie sehr viel Humor und dass sie sehr viel Witz besitzen. Dass sie ebenfalls insofern ein echter Sachse sind, indem sie viel herumreisen, das weiß jeder Mann, dass sie auch Witz und Humor besitzen, werden sie hinterher im Käfig beweisen müssen. Sie sind Ordensritter geworden als Chef jenes legendären, seit 42 Jahren durch die Akten des Auswärtigen Amtes geisternden Herrn Ministerialdirigenten Dr. Dräker. Sie haben, wie Ihre Amtsvorgänger, teils wissend und dann schmunzelnd oder milde lächelnd, mitunter auch nicht wissend, die Existenz dieses Geheimdiplomaten allererster Qualität erhalten. Sie haben seine Akten gelesen, Sie kennen ihn, Sie stehen bereits im persönlichen Kontakt mit ihm, wie Sie mir in einem persönlichen Gespräch gesagt haben. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist der, dass Sie in Bonn gerühmt werden als ein exzellenter Erzähler sächsischer Witze. Und der dritte und für uns eigentlich noch wichtigere Grund ist der, dass Sie sich auf die Kunst der Selbstironie verstehen. Und wenn ich nur ein Beispiel anführen darf, dann ist es der Wuppertaler, den Sie bei der letzten Wahl in Wuppertal haben prägen lassen und auf dem Sie Ihre eigenen Ohren auf den Arm genommen haben, wenn man so ein kompliziertes Wortgebäude überhaupt aufstellen darf, indem Sie sich in Form eines Elefanten auf der Rückseite dargestellt haben. Ich muss sagen, natürlich eines afrikanischen Elefanten wegen der größeren Ohren. Das sind alles Gründe, die uns veranlasst haben, Sie zum Ritter des Ordens wider den tierischen Ernst für die Session 1979 zu bestimmen. Ich darf Ihnen den Orden umlegen. Ich darf Ihnen dazu eine lateinische Urkunde überreichen, an deren Übersetzung Sie sich in Mußestunden einmal machen mögen, die Sie zum Ehrensenator des AKV ernennt. Ich darf Ihnen nunmehr auch die korrekte Ordensrittermütze verleihen. Ja. Bei uns gibt es keine Mütze, die nicht passt. Moment, Herr Minister, es gibt noch einiges. Ich darf Ihnen hier, wie sich das in Aachen gehört, eine Kiste Aachener Printen mitgeben, damit Sie sich von den Vorzügen dieses Gerichtes überzeugen können. Ich darf Ihnen eine Schallplatte mitgeben, in der eine Debatte, allerdings gebe zu, eine fiktive Debatte im Bundestag aufgezeichnet ist. Und ich hoffe, dass Sie daran Spaß haben und eine Menge lernen werden. Dann darf ich Ihnen ein Vogelhaus überreichen, das allerdings nicht das Richtige ist. Das Richtige ist nämlich leider bei Schnee und Eis stecken geblieben. Das wird Ihnen noch nachgeliefert. Und zum guten Schluss darf ich Ihnen noch einen Regenschirm in den Farben des AKV überreichen, damit Sie, wo immer Sie sein mögen, immer gut beschirmt und behütet sind. Herr Genscher, Ihnen gehört jetzt der Käfig, nachdem wir alle gerufen haben, unser neuer Ordensritter, dreimal Ocha! Ocha! Ocha!